Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen Sonntagabend. Ja, fleißig sind wir an den gelehrten Butzen am Schaffen. Ne? Und ja, ich denke mal, das wird ganz lustig werden hier. Ne? Oder wird auch garantiert schon ein bisschen schöner schauen, wenn es hier ein bisschen bergauf geht. Ne? Aber zumindest haben wir uns schon mal so langsam hier den Grundstein gelegt. Jetzt wollte ich noch mal ganz kurz gucken, zwecks unseren Dorfbewohnern, wo es hier hapert. Einmal, zweimal, bei denen hapert es. Bei denen hapert es wegen der Nahrung. Und wir hatten ja hier den Bärenstand jetzt noch mit reingeballert. Ne? Und hier wurden auch 7 Stück verkauft. Und hier hat sie das Problem schon gelöst. Wunderbar. Na, ist doch schön. Das ist doch gut. Die kann sich jetzt halt versorgen. Und ich denke mal, er wird es dann auch noch auf die Reihe kriegen, dass er sich hier noch ein paar Bärchen schnabuliert. Also von daher. Das sollte jetzt dann funktionieren. Ich lasse ihn noch mal ein bisschen offen. Und dann sehen wir das dann noch. Dann gucke ich mal, wie es mit der Bäreneinlagerung klappt. Nicht. Ja, aber das Problem hat sich gelöst. Das ist schon mal gut. Gut, dann haben wir ja hier unsere kleine Honigmanufaktur. Ne? Dann schauen wir mal, wie es hier ist. Wir sind doch schon voll. Wir sind auch schon voll. Mit Wachs sind wir auch schon gesegnet. Die Kerzen sind auch bald voll. Na, ja, das ist immer so. Das meine ich mit dem Handel. Na, du kannst zwar festlegen, ja, bitte hier, komm, verkauf alles über 200 Stück. Na, für mich wäre ein Handelssystem so wie Ostriff weitaus effektiver. Na, oder wie bei anderen Spielen. Wo du dann quasi wirklich sagen kannst, ja, okay, mein Nachbar braucht hier, keine Ahnung, 500 Honig. Na, dann sage ich zu ihm, okay, kannst du von mir haben, liefere ich dir. Na, dann muss ich schauen, dass ich 500 Honig auf Lager habe oder eben bis ich dann 500 Honig produziert habe und die schicke ich ihm dann rüber. Genauso ist es auch andersrum, wenn ich irgendwas brauche. Ich würde ganz gerne zu meinem Nachbarn dann sagen können, hier, wir haben momentan Bedarf für, keine Ahnung, 20 Eisen. Na? So ein Handelssystem. Das hier ist ja, Larifari. Das ist einfach nur Larifari. So, jetzt haben wir hier die kleinen Gelehrtenputzen. Das mit dem Schornstein ist schon ein bisschen übertrieben. Das schaut mir echt nicht schön aus. Zack und abreißen. Das schaut echt nicht schön aus. So wollen wir das nicht haben. Ich hole mir jetzt sowieso mal hier eine Aladdin-Mod hin. Na, das hilft ja gar nichts. So, warte mal, bauen. Wo waren die? War die nicht gleich hier? Nein. Hier auch nicht. Mauern war sie sowieso nicht. Transportwesen auch nicht. Meisterwerk nicht. Wo waren die drin? Hatten wir die nicht irgendwo direkt irgendwo gleich? Nee, haben wir nicht. Gut, dann muss ich sie so suchen. Mein Gott. Halt, da war sie. So. Wo klatschen wir die uns hin? Wo fällt denn die mal nicht so auf? Hier, komm. Oder? Machen wir die hier hin. Komm, die können wir doch hier. Hier so. Drapieren wir sie mal hier hin. Genau. Ja, da fällt sie nicht so auf. So, dann würde ich sagen, holzen wir mal ein wenig ab hier. Das kommt mal weg. Da können wir eigentlich auch gleich wegballern. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht, das brauchen wir auch nicht. Dann habe ich mal ein bisschen Luft hier. So. Ja. Ja, komm, das passt soweit. Das passt soweit. Und dann hatten wir doch noch die Mod.
Die Windows, da war doch. Da war doch noch ein bisschen was mit dabei. Hier. Da haben wir sie doch. Bauen wir doch lieber die hier hin, damit es ein bisschen dampft. Warte mal. So. So. Dann erstmal ein bisschen hoch. Das war zu hoch. So. Und dann packen wir es unten an. Und dann kriegen wir das doch hier so schön hin. So, einmal. Und dann vielleicht noch ein bisschen tiefer. So. Dann hätten wir das einmal. Und die ganze Geschichte dann. Hier so hin. So. Muss ja nicht hundertprozentig gleich sein. So. So. Ja, die Schornsteine sind schon besser. Die nehmen wir. Die nehmen wir. Haben wir dann sonst noch irgendwas, was wir da hinklatschen können? Könnte hier so ein Dingens hingedönsen machen. So. Kommt das noch in der Höhe irgendwo? So. Damit es ein bisschen anders ausschaut. Dass es ein bisschen nach Gelehrter ausschaut. Ein bisschen verschroben, ein bisschen. Ne? Ich weiß auch noch nicht, was ich von den Dingern hier halten soll. Ich glaube, ich mache das Teil wieder weg. Das Teil hier mal weg. So. Dann haben wir hier so eine kleine Butze. Das ist doch nicht schlecht. So. Hallo? Hallo. Und dann brauchen wir dann natürlich noch ein Fenster da drin, ne? Hätte ich gesagt. Ups, nee, andersrum. So. Mal in der Höhe verschieben, so. Kann ich das, ne? Lass mich die doch mal in der Höhe verschieben. So. So. So ist schön. So. Das schaut schon mal besser aus. Das schaut mir doch schon mal besser aus. Dann können wir hier so einen kleinen Balkon noch hinmachen, damit hier ein bisschen was dran ist. Na? Muss mal gucken. So. Ja, schon besser. Dann ein bisschen weiter rein. So. Ich denke, das kann man so lassen. Das kann man so lassen. Haben wir sonst noch irgendwas Tolles? Da waren ja wieder die Dinger, die dann wieder schrumpfen, ne? Teilweise schrumpft er ja wieder alles. Gucken wir mal. Da schauen wir mal. So, wenn ich die hier so reindödel und dann hier so hochgehe, dann müsste das doch einigermaßen passen, oder? Ein bisschen drehen. Ich habe mir ein bisschen Chips aus. So. Ja. Das würde ich so hinmachen wollen. Machen wir das gleiche in grün hier drüben drin. So. So. Dann in die Höhe gezogen. So. Das war ja ein bisschen unterm Dach noch. So. Und dann vielleicht noch ein bisschen reinschieben. So. Das passt, lassen wir es mal bauen. So, gucken wir mal. Na, guck mal. Schaut doch gleich ganz anders aus. Das schaut doch schon mal gleich ganz anders aus. Hat zwar jetzt natürlich eine andere Textur, aber hey. Sind wir mal nicht so, ne? Sind wir mal nicht so. Ach, der Verwalter schon wieder. Was will er mit der Kräuterbutter? Tralala. Brot, Kräuter und Beeren. Schaut auch immer noch gut aus. Machen wir natürlich. Wunderbar. Bringt uns wieder ein bisschen Prestige. Prestige. So. Ja. Okay. Und die Gelehrten sind natürlich jetzt was? Hä? Wieso haben wir. Habe ich das noch nicht voll gemacht gehabt? Ach,
Genau, da war ja was. Ah. Wir hatten ja noch die Problematik bei der Mod, dass er dann quasi, die Brüder und Schwestern woanders rauszieht. Das kommt ja on top noch dazu. Das ist so lächerlich, ne? Das ist wirklich sowas von lächerlich. Ich hasse das. Ich hasse es. So schön, wie ich die Idee finde, so mit den Gelehrten und mit den Manuskripten und dann, dass du dann die Gelehrten und hast, ne, und du kriegst dann diese Punkte dann, um irgendwas zu erweitern und ne, das ist ja alles schön und gut, ne? Aber wenn das so abläuft, ist es totaler Schwachsinn. Das ist totaler Käse. Also echt. Das ist so vollkommener Käse. Was mich gerade ein bisschen verwundert ist, warum wir hier nur vier Gelehrte dann haben. Das waren doch zwei Räume mit fünf. Das müssten noch 10 Gelehrte sein. Hä? Der hat doch eine Raumgröße angezeigt von 5 pro Raum. Das ist für mich jetzt ein bisschen unverständlich. Aber die vier Gelehrten produzieren eigentlich gar nicht mal so schlecht. Hätte ich gesagt. Da würden eigentlich wirklich, das würde wirklich von der Raumgröße dann eigentlich so passen. Weil wir haben jetzt 16 Punkte. Wissen über Tiere. Das ist doch eigentlich, passt das doch. Da eigentlich ist das vollkommen in Ordnung. Konnte man, warte mal, lass mich mal ganz kurz gucken. Konnte man die noch erweitern? Nee. Die konnte man jetzt nicht erweitern. Okay. Na gut. Aber eigentlich gar nicht mal so doof jetzt gerade, dass wir hier nur zwei Imker am Stissel haben, weil wir sind ja eigentlich mit Honig und so wirklich voll. Na, das läuft ja. Das läuft ja. Aber trotzdem, es ist ein blödes System. Wirklich ein blödes System. So, Münzenüberschuss, das ist schon mal schön. Wie viel haben die jetzt produziert in der Zeit? Ja, wir stagnieren gerade bei 16. Weil? Wartet auf Arbeiter. Okay, die machen gerade irgendwie Pause oder sonst irgendwas oder sind zu Hause. Das ist ja in Ordnung. Das ist ja in Ordnung. Okay. Also gut. Dann würde ich sagen, wir berufen noch mal welche hier in Amt und Würde. Ne? Das bedeutet, ich brauche jetzt eigentlich 4 Leute. Dann machen wir mal, wir haben ja hier irgendwie so einen Überschuss, ne? Komm, dann machen wir hier mal 1, 2, 3, 4. Und die stufe ich mir gleich mal hoch. So, und zwar einmal, zweimal, dreimal, viermal. Habe ich so viele Manuskripte? Ja, habe ich. Dann hier zack, zack. Bruder, Bruder. Zack, Bruder. Und zack, Bruder. So, dann müsste jetzt der Imkerstand wieder voll sein. Und
Das ist voll. Und ihr müsstet jetzt an ihr auch zu viert sein. Genau. Das passt. Okay. So weit, so gut. Es ist ja. Ja. So. Dann bin ich ja immer noch darauf erpicht, dass ich bei den Soldaten, bei der Armee, dass wir da mal ein bisschen was mehr kriegen, ne? So, wie schaut es denn eigentlich aus? Voll ausgebildet, verfügbar, keiner ist verwundet, alle sind bestückt. Dann haben wir hier mittlerweile 3, die relativ gute Werte haben, 4 sogar. Das passt. Dann würde ich fast sagen, Missionen, gucken wir uns doch mal eine mittelschwere an. So, was gibt's denn hier? Klösterliche Eskorte, eine Gruppe. Das machen wir. Weit. 10 Tage übrig. Extrem weit. Ne, machen wir das mal. Truppen bereit machen. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir doch mal hier unsere Speris. Wir nehmen auf jeden Fall ihn hier. Das. Und ihn. Und dann nehmen wir noch mal eine, die noch nicht so dolle Pralle da sind. Da, dass sie Erfahrung sammeln können. So, dann Truppen entsenden. Okay, das passt ja. Weil wir natürlich es läuft über Königreich. Mir fehlt immer noch so der Garten, ne? Der Kräutergarten, den die hatten für die medizinische Versorgung. Das fehlt mir noch. So, man hier Punktpaket Klerus, goldenes Kreuz, marmornes Kreuz, Weihwasserbecken, rundes marmornes Weihwasserbecken, Mönchstatue. Hatten wir das nicht schon? Hatten wir das nicht? Ich nehme es mal mit. Nehmen wir mal mit. Okay. Gut. Jetzt haben wir 24. Okay. Schön, schön, schön. So, und jetzt machen wir hier mal wieder ein bisschen schön Bau. Ne? Ich hätte gesagt, wir kleiden das hier noch ein bisschen mal ein, indem wir uns hier mal so eine kleine Hecke rumziehen. Eine schöne kleine. So. Können wir hier aus dem Wald rausgehen lassen. Können das hier mal so ein bisschen entlang laufen lassen. So, bis hierhin. Und dann lassen wir das hier rübergehen. So. Das ist hier ein bisschen wenigstens schön ausschaut. Und dann lassen wir das einfach mal hier so zugehen. Gehst du zu? Hallo? Hallo? So. So, dann machen wir den hier mal wieder auf. Nicht, dass die meckern. Und dann brauchen wir Decorations. Verwaltung. Den machen wir uns hier so schön ein bisschen hin. So. Na komm. So. Bauen. Ja, das passt schon mal. Und dann haben wir ja gesagt, wollen wir hier ein bisschen Blumen noch machen. Damit es nicht gar so trostlos hier ausschaut. Und da würde ich sagen, das war doch. Mal gucken, was wir hier so drin haben. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Machen wir doch mal Buschrot. Setzen wir uns mal hier so ein paar Büsche hin. So. Einfach mal so random. Und hier noch so an der Ecke. Zu weit weg, ja. So. Und gehen wir einmal mal hier so rum. Einfach mal, dass man hier so ein bisschen fürs Auge. Das Auge spielt ja schließlich mit. So.
Okay, das passt schon mal. Das passt. Und dann... So, hier können wir dann mal nämlich wieder mit Sträuchern und Blumen arbeiten. Nehmen wir hier mal so die Mohnblumenecke. So. Und so. Und so. Bisschen schieben das Ganze immer. So. Und dann da oben noch hin. So. Aber mal so random in die Gegend gesetzt. Dann haben wir hier noch Kamille. So. So. Haben wir sonst noch irgendwas? Kornblumen. Die können wir mal hier oben wieder so hinsetzen. Und dann hier noch so dazwischen. Da so hin. Die nicht. Feldblumen. Einfach mal so eine üppige Blumenwiese einfach mal. Dann schauen wir mal, wie das ausschaut. Wenn man das hier so hin macht. So. Gucken wir mal. Ja, guck mal. Das passt doch. Das passt doch. Das ist doch gar nicht mal so doof. Ja. Hätte ich mal gesagt, kann man mal so lassen. Was mir noch nie so gefällt. Aber eigentlich kann man es lassen. Gut, dann wollten wir ja ein bisschen Landwirtschaft auch noch mit reinbringen. Na? Da würde ich fast sagen, nehmen wir uns mal hier so ein Wegelein. Das kann jetzt, glaube ich, auch ein bisschen größer sein. Muss ich mal gucken, was wir da so in der engeren Auswahl haben. Ah, nee. Nee. Machen wir es doch lieber so. Na, lass mal hier so anditschen. Da ist es eigentlich wurscht, ob das jetzt... Nee, machen wir schon hier hin. Ja, komm. So in der Richtung. So. Lass mal da den Weg so entlang laufen. Zack. 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 Und hier gehe ich jetzt einfach mal ein bisschen rum. So. Dass es nicht ganz so gerade wird. So. Und dann haben wir doch den Weg hier eigentlich schon mal einigermaßen gut hinbekommen. So. Und jetzt will ich mal was probieren. Und zwar, dass wir hier einfach mal so einen Bogen setzen. So. 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 Und so. Und so. Und dann einfach mal hier wieder landeinwärts. So. Ja, das ist doch in Ordnung. Das ist doch mal in Ordnung. Da haben wir hier so einen kleinen Hauptweg, der sich hier dann hier so rumschlängelt. Das ist doch vollkommen schön. Okay. Und dann gefällt mir das aber jetzt hier nicht mehr mit dem runden Anteil hier. Das gefällt mir nicht. Ja, warte mal. Machen wir mal die Einwanderung kurz aus. So. Ja, das ist. Ich weiß nicht. Aber ich möchte. Obwohl, warte mal. Ich habe eine Idee. Wo haben wir denn hier mal so einen schönen ländlichen Zaun? Da. Und wenn ich den jetzt hier anditschen lassen, dann. Und würde den quasi hier so entlang laufen lassen. Einmal so.
Und einmal so. Und dann bis hierhin. So. Dann wirkt es schon nicht mehr so, ne? So. Das ist doch nicht schlecht. Und dann kann ich nämlich hier hingehen. Ich kann sagen, wir machen das hier noch. Ja. Das hier weg, das hier weg, das hier weg, das hier weg. Und das auch weg. Ja. Dann können wir das eigentlich auch wegmachen. So. Na, dann durchbrechen wir nämlich mal hier so die komische Rundform, die hier überhaupt nicht zu dem Weg dann passen würde. Und wir werden uns hier noch... Hätte ich eigentlich das annehmen können. Ne, hätte ich nicht. Hätte ich nicht. So, indem wir quasi hier ein Bäumchen hinpflanzen. So. Ja. Das ist in Ordnung. Dann haben wir doch hier noch so diese Ultrabüsche. Sowas in der Richtung. Können wir uns hier so ein bisschen hindrapieren. So. Und dann klatschen wir hier einfach wieder. Ne, die nicht. Machen wir erstmal hier. So. Dann nehmen wir die hier. Einfach mal hier so random. Wie immer random. Hatte ich die oder hatte ich die? Die. War schon so ein üppiges Ding hier. So, bauen. Jawohl. Jawohl. So kann man es doch gucken. So, das passt doch. Aha. So haben wir das Ganze mal ein bisschen aufgelockert hier in dem Bereich. Das ist in Ordnung. Schön. Schön, 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 schön. Warte mal, aber wir können es auch noch schöner hinkriegen, indem wir hier einfach mal so... nehmen wir mal die. Einmal hier hingesetzt, einmal da hingesetzt, einmal hier hingesetzt. Und da nehmen wir mal so einen ganz großen. Zack. Und dann nehmen wir dazwischen drin dann dunkel. Dunkel. Und dann schaut es nämlich aus wie gewollt und nicht von der Natur gemacht. So. Ja. Das ist okay. Das ist okay. Ich würde sagen, das taugt. Das taugt, dann kann ich nämlich hier schön so eine kleine Weidefläche machen für die Kühe. Das ist doch nicht schlecht. Hier in der Mitte kann man sich noch ein bisschen was ausdenken, ob man hier so ein kleines Verwaltungsgebäude noch mit hinsetzt. Das geht, so ein Kurier bittet um Audi. Ah, die Äbtissin. Die Äbtissin plant neue Geschäfte mit Northbury, kann die Verhandlungen dazu allerdings nicht in ihrem Kloster abhalten. Da sie eure Lande als geeignet für die Unterbringung befindet, wäre sie euch sehr verbunden, wenn ihr ihre Abgesandten bei den Verhandlungen in ihrem Namen helfen würdet. So, Sprünge helfen, beherbergt die Kaufleute aus Northbury mit 60% Zustimmung. Ich würde sagen, das probieren wir mal aus, ob das klappt. Gut, was willst du? Brotkräuter. Ja, läuft. Kannst du haben. Brotkräuter geliefert. So. Dann gucken wir mal, dass mit den Vertretern klappt. Das klappert. Ob das klappert oder nicht, sagt dir gleich das Licht. Ne? So, was könnte man denn hier noch so hinsetzen? Hier so in die Ecke da. Was könnte man da machen? Ich weiß es gerade nicht. Was könnte man da machen? Ich meine, nochmal eine Blumenwiese ist Quatsch. Ne, das muss nicht sein. Nochmal eine ist totaler Hirnriss. Das würde ich nicht wollen. Aber
Wir könnten hier, indem ich hier zwei Büsche rausnehme. Zack. Bauen. Könnten wir eigentlich. Ich meine, wir haben da Beerensträucher, ne? Aber Beeren. Obwohl, Beeren liegen bei 628 gerade. Das ist jetzt nicht so die Welt, ne? Komm, das machen wir. Wir machen hier eine Bärensammelhütte. Eine kleine Bärensammelhütte. Wo ist sie? Wo? Da. Ach, guck mal. Ja, da schau her. Ja, da schau her. Die liefern ja auch. Das ist ja cool. Schau mal, wenn man die hier so hinsetzt. So. Einmal. Und machen wir hier mal zwei Hütten hin. So. Ich lasse die mal bauen. Und dann müssen wir die ja natürlich auch noch unterbringen, ne? Das bedeutet, wir brauchen auch noch ein Haus. Wir brauchen noch ein Häuschen im Grünen. Dupdidu. So. Dann machen wir hier eins mit. Reicht eigentlich eine geringe Dichte. Reicht eigentlich vollkommen. Dann einfach nur so eine kleine, bescheidene, kleine Mini-Hütte. Wie schaust denn du aus? Schaut doch niedlich aus. Wo ist da die Tür? Hier. Gut, die kann man doch hier so hinsetzen. So. So machen wir das. Zelt. Und dann hätten wir hier nämlich noch so eine kleine schöne Bärenproduktion mit dabei. Das wäre noch mal nett. Ja, doch, das macht mir Freude. Das macht mir Freude. Das Ganze hier noch schön einzäunen. Mit einem schönen Holzzäunchen. Muss ich mal gucken. Die sind da falsch rum. Okay. Dann müssen wir so anfangen. Wenn man das dann hier so macht. So. Und so. Und dann lassen wir hier auf. Bis hier lassen wir auf. Dann machen wir hier zu. So, dann lassen wir es hier noch so hochgehen und dann da reingehen. Jetzt. So. Und den Part nehmen wir wieder weg. Und dann haben wir hier die Ecke geschlossen. Weil dann kann ich nämlich auch noch hingehen und kann sagen, okay, das sind jetzt meine. Wo sind sie? Und dann können wir hier die eigentlich noch welche platzieren. Damit die auch ein bisschen was zum Sammeln haben, ne? Tüpdidu, so machen wir es. So machen wir das. So. So und so und so. Dann lassen wir hier so einen Weg dazwischen frei. Zack, 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 zack. So, und damit das nicht so auffällt, machen wir hier noch ein paar andere mit da rein. So und so und so. Und hier und da. Und Lirum Larum Löffelstiel. So. Das ist doch in Ordnung. Bauen. Das schaut doch schon ganz nett aus. Gut. Dann muss ich das Ganze natürlich noch als Abbaufläche definieren. Na, da würde ich sagen, das definieren wir uns mal hier so lang. So, so, so. Und die ganze Geschichte dann hier. So, so und so.
Das passt. Wunderbar. So. Jawohl. Das läuft. Okay. Wie viel passen jetzt hier rein? Oh, nur drei. Okay. Okay. Da passen nur drei rein. Das ist aber schlecht. Das ist aber schlecht, ey. Da brauche ich aber noch eins. Was habe ich da genommen? Das hier, ne? Wir können auch andere Formen nehmen. So eins noch daneben. So vielleicht. Was? Eine Gelegenheit für Verhandlungen? Reiches Geschäft. Die Abgesandte der Äbtissin möchte die Kaufleute beeindrucken, indem sie ihnen den Reichtum zeigt, den jeder durch diese Geschäfte erlangen kann. Sie ist sich nicht sicher, wie sie ihren Standpunkt am besten vertritt. Unser bester Vogt, die Frau Sonnenschein, wird ihnen unsere einträglichen Kassenbücher zeigen. Lasst die Monumente des Glaubens... Haben wir aber gar keine. Komm, wir schicken mal hier die Frau Sonnenschein. Die soll mal hier bezirzen. So. Super, das ging mal schnell. Das ging jetzt aber schnell. Okay. Wie viel... Ja, gut. Das ist ja... Oh, warte mal hier. Konnte ein Bedürfnis nicht erfüllen. Aber wir haben 78% und 60% braucht man. Das sollte also... Das sollte auf jeden Fall hinhauen. Hm. Das sollte klappen. Also da bin ich jetzt mal unbeeindruckt. Okay, gut. Soweit, so gut. Hier muss jetzt noch einmal eine Hütte hin. Dann können wir auch die Bärenaktion starten. Das wird dann auch noch mal ein bisschen schöner gemacht. Das könnte man eigentlich gleich mal ein bisschen eingrenzen, indem ich mir hier mal wieder das hier schnappe. Dass wir hier mal... Bisschen so und dann hier so offen lassen vielleicht einmal und dann lassen wir das hier mal zugehen. So. Einmal. Das kommt weg. Das sollte klappen. Und dann von hier gehen wir mal einmal. Gehen wir mal hier so rüber. Verschieben kann ich immer noch. Das ist nicht das Ding. Verschieben kann man das Ganze immer noch. Aber das, dann haben wir es ein bisschen mal optisch schon mal ein bisschen schöner gemacht. Und dann lasse ich quasi hier bis dahin offen. So. Dann lassen wir es noch nach vorne gehen. Und hier lasse ich komplett so auf. Ja. Oh. Hallo? Jetzt. So, dann haben wir den Bereich nämlich auch. Dann kann ich hier noch ein bisschen Ware hin machen. Ich kann noch gegebenenfalls offen machen. Das sollte klappen. Hier haben wir die zwei kleinen Hüdis. Das ist gut. Und dann können wir den Laden jetzt mal hier laufen lassen. Was wir allerdings hier brauchen, langsam, ist mal Wasser. Wasser und der Baum stört mich extremst. Wo bin ich denn hier hin? Da haben wir sie hin. Da haben wir sie hin. Lass mal gucken. So, einmal noch einen Baum weg. So, den hier weg. Bauen. Und dann baue ich mal hier so einen Brunnen hin. Einen Brunnen, einen Brunnen. Kann man eigentlich gleich hier hin so hinsetzen. So. So. Bauen. Und dann können wir hier schon mal drei Sammler einstellen. 1, 2, 3. Den machen wir auch gleich voll. 1, 2, 3. So. Und das sollte dann ja... Das sollte ja dann mal funktionieren. Ne? So. Und dann...
brauche ich hier noch ein paar Büsche, um die Ecke da hinten voll zu kriegen. Aber nicht zu voll. Ich will einfach nur mal hier so random das mal hier so platzieren, dass wir hier so ein bisschen Ware noch hin. Fahndung erfolgreich. Na, das ist doch schon mal was. Das ist doch gut. Das ist doch gut. So, dann hätte ich da die Büsche und dann könnte man eigentlich hier auch voll machen, oder? Das ist nicht ganz so. Ein bisschen groß. Komm, machen wir hier noch so. 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 Das ist einfach mal ein bisschen wild ausschaut hier. So. So. Und so. Das reicht schon. Das reicht schon. Jawohl. Das sollte klappen. Gut. Da müssen wir dann mal gucken, ob die da einziehen oder ob ich dann hier wieder Leute umziehen lassen muss. Gucken wir mal. Das ist ja schön. Die Mönche besuchen auch mal hier den Brunnen. Und dann haben wir hier schon unsere ersten Bärensammler. Das ist okay. Das ist okay. Jo. Soweit so gut. So, die produzieren auch schon mega fleißig. Das bedeutet, wir brauchen hier jetzt dann mal so eine kleine Bärenstation. Hier. Da packen wir mal zwei Bären rein. Und dann noch den passenden Träger dazu. Zack. Zack. Wo habe ich die Bären rein? Hallo? Ins letzte. Das bedeutet, ich brauche hier einen Träger. Jo. Ja. Das sollte doch jetzt so klappen. Ja, da haben wir doch schon mal hier so die erste Station für die landwirtschaftliche Ecke. Doch mal schon mal einmal schön eingerichtet. Doch, kann man angucken. Das kann man anschauen. Das ist okay. Hier sollte ich allerdings noch ein bisschen mit dem Weg rumspielen. Damit wir das einigermaßen schöner hinkriegen. Zack. Zack. Dann machen wir hier mal das so weit frei. So. Lassen das einmal hier so durchgehen. So, mal den Weg hier nachzeichnen. So. Und dann latschen die natürlich immer hier so ein bisschen rein. Das bedeutet, die Ecke muss ein bisschen frei sein. Genauso wie die Ecke. Vielleicht sogar noch hier so ein bisschen am Busch entlang. So. Und dann haben wir hier den ganzen Bereich, der natürlich durch die Arbeit ein bisschen das Gras niedergetrampelt wurde. So. Hier habe ich gesagt, will ich ein bisschen was lagern. Das bedeutet, der Bereich kommt auch weg. Gut. Oh, Unwetter. Unwetterchen. So, guck mal. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Gut, Kinders. Dann würde ich sagen, machen wir mal an der Stelle ein bisschen Feierzange. Machen wir an der Stelle mal ein bisschen Feierabend. Ich habe gesagt, ich muss noch ein bisschen kürzer treten. Na und ja, ich denke, den Abschnitt haben wir. Was ist das für eine Prozession? Wer seid ihr? Hallo? Stopp. Gemeiner zu Besuch. Okay. Okay. Ja, why not, ne? Why not? Gut, Kinders. Dann würde ich sagen, habt noch einen wunderschönen restlichen Sonntagabend. Kommt mir gut in die neue Woche rein. Wir sehen uns dann demnächst wieder mit einer neuen Folge Foundation. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Na? Also, bis dahin, ich wünsche euch was. Das angeschlagene Gleis geht. Bis dahin. Tschüss.